Ja, liebe Leute, ich spiele Joe in der Mitte gegen Zed. Zed mit Ignite. Muss ich aufpassen, definitiv. Ich habe TP behalten, auch wenn ich jetzt in der Midlane bin. Einfach weil ich mich dran gewöhnt habe und einfach gerne auch andere Lanes roame mit TP. Ich weiß, ich verfluche den Teleport jedes Mal aufs Neue im Spiel. Weil, ja, deine Verbündeten können halt auch nicht deine Gedanken lesen. Und TP ist umso wertvoller, desto besser ihn du einsetzen kannst, ja. Und wenn die anderen Leute jetzt gerade im Kampf vertieft sind, denken sie vielleicht nicht daran. Im Teamspiel könnte ich dann laut rum rufen, von wegen, stellt ein Ward. Und, dann kommt ein Ward, aber im Solo-Queue denken die Leute ganz, ganz oft nicht daran, einfach mal eben kurz ein Ward zu stellen. Dabei macht das so unglaublich viel aus. Eigentlich, jetzt vor allen Dingen, nehmen wir dieses Spiel als Beispiel. Wir haben zwei Lanes mit TP. Also theoretisch einen Zwei-Mann-Teleport. Das heißt, wenn Botlane gegankt wird, können wir dann Double-TP reinwerfen. Die Gegner haben gerade mal ein TP. Das heißt, wir sind in einer etwaigen Unterzahl-Situation überlegen, weil wir ein Double-TP haben, wenn wir das richtig managen. Allerdings wird es schwer dazu kommen, weil einfach meistens die Leute nicht dran denken, dass man da wirklich noch ein Ward hinstellt. Und das ist ärgerlich. Dann ist man also angewiesen, dass man selber irgendwo ein Pink Ward hat, hingestellt hat oder dass man auf einen Minion TPen kann. Was aber auch nicht selbstverständlich ist. Es sind ja nicht immer Minions. Vorhanden, auf die man TPen kann. Meistens ist es ja auch so. Also es sind vermeintlich, meistens will man in die Botlane teleportieren, weil dort ja oft. Ja, es kommt dort einfach aus irgendeinem Grund öfter zu Spannungen. Und wenn dann dort kein Ward steht, das ist bitter. Das ist sehr bitter. Ich bin kein Fan von Zed. Ach, guckt euch das mal an, wie die alle gleichzeitig down gehen, ne? Sowas hasse ich wie die Pest. Im Jungle. Zack, ja, der hat starke Early Ganks. Ja, ich habe schon bessere Zed-Spieler gesehen. Vielleicht ist er einfach nicht gewohnt gegen gegen Joe zu spielen. Okay. Ich habe meinen dicken Minion auch verpasst. Habe ich nicht gut gemacht. Da hätte ich ihn gerade eventuell sogar schon töten können, ne? First Blood. Weiß nicht, was das war. Nicht clever. Dass er da nochmal geguckt hat. Aber ich hab halt schon gesagt, ich glaube, der ist schlechter. Habe ich schon bessere Set-Spieler gesehen.
sondern einfach so knallhart sagen. Ich habe auch eine Idee, ich verkaufe das Ding jetzt echt. Ich weiß, es ist eigentlich uneffektiv. Aber dafür habe ich jetzt gleich ganz, ganz großes Killpotenzial auf den guten Zed. War mein TP, wie gesagt, nach wie vor auf. Ich weiß nicht, das kann auch eine Unart sein. Ich weiß nicht, ob man das machen sollte. Aber ich mach's einfach. Ich habe einfach zu viel Schiss, dass irgendwo das Ganze losgeht und ich bin dann nicht da. Botlane ist mir zum Beispiel gerade viel zu weit draußen. Jetzt geht's wieder. Er benutzt seine Schuriken gerade auch ausschließlich, um zu farmen. Auf. Okay, wir kriegen nix. Schon verkackt. Nächste TP. Konnte ich leider gar nichts machen. Die entkommen sind, ne? Gefühlt haben wir gerade auch wieder eine unausgeglichene Pressure, die aus dem Jungle kommt. Also gefühlt ist Zack präsenter. Wenn ich den Kill bekomme gerade. Zed. Macht mir jetzt nichts aus. Ich denke, ich bin trotzdem vielfache stärker als der Gute. Er traut sich nämlich auch nach wie vor nicht. Das ist natürlich ein Problem.
Problem ist, wenn die jetzt Top-Lane loslegen. Genau das habe ich mir nämlich gedacht. What the fuck is wrong with you guys? Geh drauf! Wow! Er ist der verdammte blöde Tank und er ist nicht draufgegangen. Alter Schwede, der Ramos ist richtig schlecht. Er war der verdammte Tank und er hat gewartet, dass einer von uns raufgeht. What the fuck? Und die Fiora ist leider auch ziemlich schlecht. Ich kann es nicht nachvollziehen. Ich kann es wieder... Das ist wieder so ein Punkt, wo ich mir frage, what the fuck ist das lächerlich? Also, das ist einfach... Da kann ich jetzt schon sagen, dass das Game auf jeden Fall problematisch wird. Komm, du kannst mich mal kreuzweise. Glaubt man nicht, die Fiora hätte auch nur ein einziges Pink Ward bis jetzt gekauft, ne? Ich kann auch nichts machen. Ich kann auch nichts machen. Die spielen so passiv, dass ich keine Möglichkeit habe, hier irgendwie zu agieren. Ach, come on. You're missing. Guck mal, während die einen Dreck darauf geben, was da unten passiert, ne? Wir spielen viel zu aggressiv und dafür kommt einfach nix bei rum. Bei den Dudes. Ja, und was sollen wir dagegen machen, du Schlauberger? Als ob ich gegen einen Sack fighte jetzt hier. Da kann man nichts machen. Die Fiora hat einen TP und setzt den nur für TPs back in Lane ein. Ausschließlich, und das ist einfach höllenschlecht. Das ist genau das Gegenteil von dem, was ich mache. Ich warne mir immer auf für Teamfights. Die Fiora macht genau das Gegenteil. Mit Flash hätte ich ihn töten können, aber leider habe ich mir einen Flash ja für die Dödelaktion da oben in der Top-Lane ausgegeben. Das absolute Nichts und wieder nichts. Fuck! Das hat er leider ziemlich gut gemacht. Damit hat er meinen Weg gedodged. Und als ob da jetzt nicht irgendwie was gleich von der Seite kommt. Ja, wer hätte es gedacht? Quelle Surprise!
Lucian ist später auch so viel stärker als Ezreal. Auch das ist ein Problem. Wir verlieren alle Lanes. Mit Ausnahme vom Mittel halt wieder. Was willst du da dann groß machen? Ja, come on, leck mich. Jetzt hier geht das Handy wieder alarmlos. Meine Güte. Dann unentspannt schon wieder hier. Ich pushe jetzt einfach ein. Who cares? Das Ding ist halt einfach, wenn die Gegner, wenn die Botlane und Toplane nicht so schlecht wären, ja? Sondern wenn die nicht so gut wären, also die Gegner, ja? Dass sie einfach immer verpeilen würden, irgendwie mal zu warden oder ähnliches. Aber das tun sie ja, guck mal, nicht mal SS wurde gesagt. Doch, hat sie. Na gut, lass maulen, dann gucken, wie sich das gehört. Aber jetzt habe ich Flash. Ja, ja, ist ja gut, ist ja gut. No, Ramos, mit dir möchte ich überhaupt nichts machen, ehrlich nicht. Wollen die diven? Das war ja wohl wieder auch die absolut krasseste Verschwendung. Die waren alle noch da, ne? Alle. Und was machen sie? Sie gehen auf den Alistar. Beziehungsweise auf den 6 sind sie gegangen. Oh Mann. Krass ist das annoying. 104 Akali, 101, 211 und wir 02, 01, 02. Ich meine, das Spiel ist noch nicht durch. So weit will ich auf gar keinen Fall gehen, aber die Prognosen stehen alles andere als gut und da brauchen wir mir auch keinen fehlenden Optimismus vorwerfen. Das ist einfach ein Fakt. Und es ist auch wieder der Ramos, der ist halt auch einfach ultra bad, ja? Der ist einfach. Der hatte absolut überhaupt gar keine Pressure in die Lane gebracht. Guckt euch das mal an.
Ach, come on. Ah, wunderbar. Einfach nur fantastisch. Boah, wenn der hier gleich noch gegen den Zed verliert, ne? Ich wusste, dass Zack noch keine, dass Zack jetzt erst vorhin seine Passiv geprockt hatte da unten in der Botlane. Deswegen wusste ich, ich kann den töten. Das ist annoying. Wundert mich, dass bei dem Camp, ne, in der Mitte, dass ich da überhaupt noch zu null stehe hier gerade. Na los, töte ich! Mein Gott, hier. Ach, du hättest die baiten können. Mann. Ach, willst du mich eigentlich verarschen? Pff. What the fuck is this shit? Dann gehe ich jetzt halt Botlane-Gang. Come on! Oh my gosh! Fuck! Das ist doch wirklich nicht zu fassen. Sind die Premates oder was? Die waren schon wieder zu viert da. Da kann man jetzt keinen. Das war einfach. Das waren drei gegen vier. Ja, mit einem Zed, der auf Azrael geultet hat. Da konntest du nichts machen. War eine gute Leona-Ulti. War alles super. Aber, ja, einfach outplayed. Zu viele Leute, da konntest du nichts machen. Und jetzt sterben die alle auch noch, weil sie wieder auf einen Alistar drauf gucken. So. Ja, die sind zu viert. Die sind verdammte Axt zu viert. Komm her. Die sind viel besser als wir. Die sind einfach viel besser. In jeder Lane. Und deswegen ist dieses Spiel verloren. Und das fängt mit dem Jungle an. Es ist wieder die Pressure, die aus dem Jungle kommt. Zack, 100%. Ja, der hat sich an 6 Kills hat er sich beteiligt. Und Ramos, 0. 0. Der hat, aber das ist ja auch keine Ausrede, weil... bis jetzt hat ja irgendwie sich niemand an den Kills beteiligt. Ich hab einfach nur 2 Solo-Kills gemacht. Los, Ezra, geh da rein. Es ist schon wieder zu spät.
Der baitet nicht. Er hat nicht gebaitet. You must bait Azrael. Wow. Warum machen sie es nicht? Ich verstehe es nicht. Ein ganz kurzer Bait. Einmal nur kurz, dass man mit dem Zweifelflash weg, wenn die beide auf Ezra draufgehen. Dann ist so viel gewonnen. Ich sag denen, dass das Zed hochkommt, aber es wird denen sowieso nichts bringen. Weil, sich Ramos im Zweifel einfach nur baiten lässt. Die können einen Ramos nicht diven, wenn sie das hinbekommen. Ja, vergiss es. Die Botlane hat alles gewardet. Ein Gank ist absolut unmöglich. Keine Ahnung, ob wir da eine Chance haben, dieses Spiel zu gewinnen. Vielleicht im Late Game. Ich bezweifle es aber ganz stark. Die Gegner haben zwei Drakes. Wir haben eine absolut nutzlose Fiora. Und die chasen nicht. Die machen keine Fehler. Die machen so gut wie gar keine Fehler. Good job. Da hat er mal was Gutes gemacht. Wenn sich jetzt einer von uns von Das könnte funktionieren. Nein, zu früh. Oder auch nicht zu früh. Ups. Okay. Wollte eigentlich drauf TP'en. Schenk's mir aber jetzt. Ich denke, wir können recht zufrieden sein, wie das jetzt hier ausgegangen ist. Wow. Nein, sie gehen da noch alle rein. Alle gehen sie da noch rein. Fuck!
Okay, wenigstens haben sie keinen Baron gemacht. Das wäre nämlich auch eine Option gewesen für die. Hätte die nicht aufhalten können. Der dritte Drake, by the way. Meine geheime Hoffnung, die ich habe, ist, dass Ramos irgendwann doch noch ein richtiges Tier wird. Könnten uns jetzt so den Baron wegsneaken, ne? Die haben so viele Pink Wards. Und wir haben kein einziges, gerade eins haben wir auf der Map. Schade. Ich habe übrigens gerade nur das Ganze so gemacht, wie ich es gemacht habe mit dem Flash. Weil ich Angst hatte, dass der darüber, dass er über den Baron flasht. Das hat er gar mal doof gemacht hier. Fiora ist sowieso wieder nicht im Team. Ach, fuck, ey. Jetzt kämpfen sie, ne? Jetzt, wo wir nicht mehr da sind. Wir kämpfen nicht mehr. Wir haben uns gerade dazu entschieden, den Gruppenkampf aufzulösen. Alle. Und dann fangen sie dann plötzlich wieder an, hier die Keulen zu schwingen. Schweine. Sollten das einfach kämpfen. Thank you.
Guckt euch mal die Pinkwards an. An jeder Ecke steht einer. Oh, geh doch rein. Aber wie ich schon gesagt habe, das ist vorbei. Die sind einfach in jeder Lane schlechter. In jeder verdammten Lane. Wir haben da, die haben die Akali gefeedet und es ist halt alles das eine für zum anderen. Was willst du da großartig machen? Vamos geht immer und immer wieder einfach rein, aber nicht dann, wenn das eigentlich müsste. Vorhin beim Dragon war das die perfekte Möglichkeit, einfach mal komplett den ganzen Schaden auf sich zu ziehen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, er hat Angst davor, wirklich den Schaden zu tanken als Ramos, ja. Da hat es nicht mal mehr gereicht. Oh, ist das traurig. Solche Ulti-Fails sollten mir eigentlich nicht mehr passieren. Ein Problem ist halt, ich kann das nicht auch nicht aus dem Grund carryen, weil ich halt auch nicht wirklich gefeedet bin im Vergleich zu denen. Ja, Zed ist auch 5-3. Lucian ist 4-0, Akali ist 4-2. Ich bin einfach nicht gefeedet. Im Vergleich zu meinem restlichen Team, ja, aber... Schade. Seht ihr das, wie gut die das koordinieren? Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das machen, ohne dass sie pre-made sind. Ich kann es mir nicht vorstellen. Aber wenn der Ramos ein bisschen aggressiver spielen würde und ein bisschen krasser reingehen würde, wir könnten so viel reißen, aber der macht es nicht. Der spielt einfach nicht gut, der Ramos. Der hat gutes Gear jetzt mittlerweile. Er spielt zu vorsichtig. Er spielt zu vorsichtig für einen Ramos. Und ja, das ist jetzt in dieser Situation echt Höllenscheiße. Die holen sich einfach in 140 Sekunden den fünften Drake. Und nochmal dazu im Vergleich, wir haben nicht einen einzigen. Wir haben keinen einzigen Drake.
Ist auch selten. Aber das erklärt sich ja, das kann man auch am besten durch den Playstyle von Ramos erklären, der einfach ultra vorsichtig spielt. Ja. Ich meine, deswegen hat er auch bis jetzt erst nur 2 Kills abgegeben, aber ein Ramos, der nicht reingeht, das ist so nutzlos. Ein Ramos, der nicht reingeht, ist absolut crap. Da kommt er doch niemals ran. Ramos geht nur dann rein, wenn er weiß, er kämpft gegen eine Unterzahl. Also es ist, wenn sie zu dritt sind, ist es nur einer oder zwei maximal. Aber eine 5-on-5-Situation, auf gar keinen Fall, da geht er nicht rein. Und wenn, viel zu spät. Wir müssten was kämpfen, aber wir kämpfen nicht. Nur die Leona lässt sich einfach wieder catchen. Und Fiora TP't sie jetzt einfach. Das sind einfach, das sind so schlechte TP-Calls. Das war ja komplett abzusehen. Nicht backgehen. Wenn wir das jetzt nicht kämpfen, haben wir so verloren. Fuck. Wir brauchen diesen Drake. Wir sind da zu dritt gegen 5 wieder. RIP, my friends. Ja. Zed war einfach schon wieder viel zu schnell da. Und wir waren zu lange am Fighten. Jetzt geht er 1v3. Guck dich das mal an. Na gut, es ist nicht verloren. Es ist nicht verloren. Wir sind, wenn der Ramos das gut macht, dann können wir das Spiel gewinnen, wenn der Ramos einen guten Pick rausbekommt. Aber nur dann. Wir haben mittlerweile sogar einen Tower mehr. Ja? Zack ist halt full AP. Der ist nicht tanky oder so, ne? Der ist full AP. Good job. Was hat das denn gemacht?
Oh. Ah, oh, das habe ich jetzt aber gerade übersehen. Ich habe noch nicht genügend Gold. Fuck. Baron wird gemacht. War einfach viel zu spät. Es war einfach viel zu spät, dass wir auf den Baron gegangen sind. Das ist einfach, mittlerweile sind die einfach so stark, so gefeedet, dass die keine 15 Sekunden für den Baron brauchen. Die brauchen vielleicht 6, 7 Sekunden. Dann ist der Baron down. Du kannst gar nicht so schnell reagieren. Rammus ist rein und war tot, bevor wir gekommen sind. Wenn wir alle da gewesen wären, alle gleichzeitig, dann hätten wir was killen können. Aber ja, das Problem war halt auch, die beenden jetzt, das kann Leona nicht verteidigen. Das Problem war halt auch, dass, guck dich das an, wie schnell das fällt. Es war einfach von Beginn an verloren. Muss man ganz klar sagen, wir haben nicht ansatzweise die Koordination gehabt wie die Gegner. Die waren viel besser organisiert, die TPs waren viel besser. Und das in Kombination damit, dass sie die Lanes alle gewonnen haben, ja, war das einfach GG. Wir haben halt nicht die Lanes gewonnen, wir haben sie verloren, hatten zu Anfang absolut null Jungle Pressure. Am Ende war Rammus gut. War halt aber immer viel zu schüchtern. Er ist viel zu spät reingegangen. Erst am Ende hat er dann das irgendwie ein bisschen aufgetaut. Und er ist dann plötzlich irgendwie, keine Ahnung, ob es die Angst des Verlierens war, dass er dann plötzlich angefangen hat, gute Engages zu machen. Aber am Ende war es dann halt einfach zu spät. Auf einem Baron geht der Rammus rauf und der stirbt halt auch, wenn 5 Mann auf dich drauf prügeln. Es war einfach, wir hatten keine Dragon-Control, wir hatten keine Baron-Control, wir hatten keine Lane-Control. Wir haben halt hier und dort mal einen Catch gemacht. Das war's. Und deswegen haben wir uns so über Wasser gehalten, wie wir uns über Wasser gehalten haben. Ja. Trotzdem GG. Spiel zu Recht verloren.